Ja, hallo und willkommen zurück bei 10 Minutes to Die an Tag 25. Es haben sich drei Fähigkeitspunkte angesammelt bei mir und da ich jetzt eine Werkbank habe und wir unbedingt anfangen müssen, bessere Truhen aufzumachen und ich nicht genug Lockpicks habe, mache ich einmal Schlösser knacken. Damit kann man die Dietriche selber bauen an der Werkbank und das werde ich tun. Dann machen wir noch einmal hier Schädelbrecher für den Vorschlaghammer-Skill und dann wollte ich hier den Mini-Motorradmeister freischalten, damit wir uns das Mini-Motorrad bauen können. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Einmal rauf aufs Fahrrad und rüber zum Händler. Ich habe da drüben noch eine Quest abzugeben von gestern. Und dann wollte ich mal etwas Holz heute noch vor der Horde sammeln, weil ich gern meine Hordenbase etwas umbauen möchte. Hallo, Hugh. Was kriege ich denn hier? Eine Lederkapuze, ein Baseballschläger. Wahrscheinlich verkauft sich der am besten, oder? Ja. Der verkauft sich immer noch am besten. So, neue Quest. Stromzufuhr wiederherstellen. Das wäre doch was. Wohl eher nicht. House Old Victorian. Okay. Dann kannst du deinen Baseballschläger gleich wieder haben. Tag 28 ist Restock. Hat er denn irgendwas, was wir bis dahin kaufen wollen? Nee, der hat gar nichts, was man sich kaufen könnte. Okay. Na, ist ja immerhin gut zu wissen. Dann einmal hier rüber. Hier gibt's... Ich nehme mal Schädelbrecher für heute Abend mit. So, das Bein ist jetzt auch geheilt. Und wir haben es knapp 16 Uhr. Das heißt, ich werde jetzt nur noch ein paar Bäume fällen. Und dann geht's zurück. Machen wir die Horde und dann kümmern wir uns um den Umbau der Hordenbase. Keine Ahnung, ob ich es dann morgen schon fertig kriegen werde. Werde auf jeden Fall auch noch Pflastersteine brauchen. Und wenn wir können, irgendwie ein bisschen Beton, um das vernünftig auszubauen. Denn das, was ich da vorhabe, das ist zwar relativ billig, aber hier in dem Format ist es ja echt schwer, hier überhaupt an Materialien ranzukommen. Also das wird für diesen Tageszyklus jetzt schon ziemlich teuer. Oh wow, da hinten kommt eine wandernde Horde. Für die habe ich jetzt keine Zeit, aber ich nehme mal noch den Baum da hinten mit. Okay, das gab noch ein bisschen Eisen, dann kann ich das hier endlich mal reparieren. Okay, hier oben bräuchte ich jetzt Pflastersteine und Beton. Ein bisschen Beton habe ich hier noch, Pflastersteine habe ich auch noch, aber nicht mehr viel. Da bräuchte ich auch wieder mehr. Müsste ich mal gucken, wo ich irgendwas finde, wo wir ein paar Pflastersteine schippen können. So, nehmen wir doch mal das Sturmgewehr und das hier. Vielleicht hilft mir das heute ein bisschen weiter. Ah, ich hatte hier auf jeden Fall noch mehr Rohrbomben. Genau. Die sind ja wichtig heute. Dann können wir hier nämlich... Ach so, und vielleicht noch Kaffee. Ja, hier haben wir Kaffee. Und da hinten sind die Zombies schon wieder dran an den Pflastersteinen. Kommt mal lieber hier nach vorne. Ja, so gefällt mir das. Ja, zu viele Zombies. Nehmen wir mal das Sturmgewehr. Oh, die prügeln schon wieder hier gegen. Ich brauche mehr Beton. Weg mit dir. Und mit dir. Kurz mal die Klappe unten lassen, damit die hier rumkommen. Ja, mach die wieder hoch. Oh ja, das hat sie richtig umgekegelt. Au. Okay, es sind zu viele hier. Nochmal eine Bombe. Und du auch. Ich höre irgendwo noch welche. Bin mir aber gerade nicht sicher, wo die sind. Die hören sich relativ weit entfernt an, außer eine. Kommt hier gerade noch rum. Tot. So, hier gibt es noch ein Lootbag mit was zu essen. Ich höre irgendwie einen Hund in der Entfernung bellen. Hier ist noch ein Lootbag.
Ach, guck mal, da hinten. Okay, jetzt kommen sie. Kein Problem. So, da gibt es noch ein Lootback. Perfekt. Oh, noch mehr Essen. Wird man gleich gut versorgt hier durch die Zombies. Sehr schön. Und der Hund ist irgendwie von alleine gestorben. Warum auch immer. Okay. Ach, jetzt habe ich schon wieder nicht genug Eisen, um das zu reparieren. Furchtbar. Okay. Ich habe ja genügend von den normalen Blöcken. Dann versuche ich jetzt mal hier zumindest schon mal anzufangen, das zu bauen, was ich bauen wollte. Und wir bleiben hier auch in dem Design der Pommesbude. Deswegen werde ich, soweit ich kann, die Blöcke hier nutzen, die schon hier stehen. So, okay. Also, die Zombies müssten hier hochkommen. Bis nach ganz oben. Müssten dann hier runterfallen. Und dann über den Balancierbalken sind sie bei mir. Wenn ich die Tür schließe, beziehungsweise wenn ich die Tür aufmache, dann dürfen sie hier nicht mehr runterkommen und dann ist hier quasi ein Stopp. Probieren wir das. So, die Tür, im Moment muss man die noch manuell steuern, später vielleicht elektrisch, kann man alles machen. Das Problem ist jetzt nur, ich habe wirklich nicht die Materialien, um das hier jetzt großartig zu verstärken. Ich muss so ein bisschen mit dem leben, was ich hier gerade habe, und das ist nicht viel. Und dann schauen wir mal, wie lange das hier hält. Und sobald sie hier irgendwie durchbrechen, mache ich dann einfach die Tür dort vorne auf und mache den Rest der Horde dann einfach unten an meiner alten Position. Das wäre jetzt so ein bisschen mein Plan. Ich muss nur mal schauen, wie ich das dann hier mit dem Dach mache. Denn so langsam wird es ja auch so sein, dass hier Vögel kommen. Gehe ich mal stark von aus. Habe ich denn irgendwo noch? Ich habe hier noch ein bisschen Eisen. Okay, das rettet mir jetzt den Tag. Von den Rohren scrappe ich mal die Hälfte. Dann müsste das eigentlich reichen, um oben noch ein bisschen was zu upgraden. Und dann nehme ich mir vielleicht mal das Scharfschützengewehr. Und hier habe ich noch eine Mod, auch interessant. Und ich könnte mal den Gebietsschutzblock hier mal irgendwo anbringen. Das wird ja vielleicht auch mal langsam Zeit. So. Okay. Die Horde fängt an. Ich gehe nach oben. Hoffe einfach mal, dass ich heute noch ein bisschen von Vögeln verschont bleibe. Ich sehe jetzt hier auf jeden Fall im ersten Moment keinen. Das hier muss ganz dringend hoch. So. Dann gucken wir mal, was jetzt hier passiert. Ob die den Weg zu mir finden. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Na dann. Das klappt schon so ein bisschen so in der Richtung wie so andere Base-Designs, wo die Zombies dann halt einfach hauptsächlich runterfallen und nur ein, zwei hier vorne stehen bleiben. Dann stapeln die sich hier vorne nicht so und machen die Klappe hier nicht so schnell kaputt. Funktioniert natürlich auch nicht unbegrenzt. Wow! Schild mal, mein Vorschlaghammer ist kaputt und ich glaube, ich habe kein Repair-Kit, oder? Nee, ich habe gerade keins, verdammt. Das ist nicht gut.
Läuft gar nicht so schlecht. Habe ich hier Molotovs, ja. Das ist. Molotovs sind hier vielleicht sogar besser als die. Ja, guck dir das an. Viel besser. Besser als die Bomben. Hier, kriegst du was mit der Spitzhacke. So. Sehr gut. Beste Nahkampfwaffe. Die gute alte Spitzhacke. Ja, die hauen hin und wieder mal dagegen. Deswegen müssen wir das unbedingt verstärken auf ein bisschen auf Beton alles. Das ganze Ding. Was ist denn jetzt los? Wo willst du denn hin? Mal auf damit. Okay. Ja, das müssen wir auf jeden Fall hier ausbauen. Aber ich weiß noch nicht so richtig, wo ich die ganzen Materialien dafür hernehmen soll. Obwohl das eigentlich ein total kleiner Aufbau ist. So, ein neues Repair-Kit ist auf dem Weg. Den Rest schmeiße ich jetzt hier mal raus. Brauche ich gerade alles nicht. Würde sagen, wir gehen jetzt erstmal die Quest machen. Und naja, vielleicht finden wir ja ein paar Pflastersteine, die wir mitnehmen können. Okay. Das hier ist die Quest. War ich eigentlich schon in diesem Haus hier drin? Weil hier gibt es doch eine Waffentasche. Und ich glaube... nur einen Zombie, oder? Also Bücherregal nehme ich auf jeden Fall mit. Hier ist ein Rucksack. Hat sich nicht gelohnt. Das ist leer. Da ist, glaube ich, auch nichts drin. Aber hier ist eine Waffentasche. Die wollte ich jetzt hauptsächlich haben. Ach toll, einmal Raketenwerferteile. Na, vielen Dank. Das hat sich ja null gelohnt. Auch das Auto nicht. Okay, machen wir die Quest. Was ist es? Abholen und säubern. Oha, okay. Oh, hier ist mal ein gutes Messer. Dann scrappe ich mein Knochenmesser. Ah, sehr gut. Hier gibt es schon mal Pflastersteine. Oh, Eisen. Nicht übel. Hier gibt es noch mehr Pflastersteine. Und da hinten sind noch mehr Pflastersteine. Aber da ist auch ein Zombie. Sehe ich doch schon. Mehrere sogar. Ja, der geskillte Vorschlaghammer macht ganz gute Arbeit mittlerweile. So, Zement wird auch mitgenommen. Hier oben ist sicherlich was. Genau. Kenne ich doch. Komm runter hier. Oh. Immer noch nicht kaputt. Oh, ich glaube, von draußen kommt gerade eine wandernde Horde. Das ist uncool. Lass mich mal die alle anzünden. Verdammt nochmal. Stirbt. Zu viele Zombies. Und zu wenig Ausdauer. So, haben wir jetzt immer noch welche hier. Irgendwas ist da oben. Hier haben wir noch eine Schmiede. Noch ein Amboss, den verkaufe ich aber. Oder ich schmelze ihn ein, dann haben wir noch mehr Eisen. Kann man sich aussuchen. Hier geht's in den Keller. Ah, das ist doch nicht gut. Okay. Da ist die nächste. Und dann gehen wir nach oben, weil da müsste ja die Kiste sein. Ist zwar auch eine Clear Quest, aber ich will erstmal die Truhe finden. Oh, hier sind bestimmt Vögel. Na, da ist er aufgewacht. Verdammt.
Noch einer? Ja, da ist noch einer. Na, ah, daneben. Okay, wir haben es 18 Uhr. Jetzt müssen wir uns beeilen. Schon wieder. Hier ist die Kiste. Sehr gut. Die Tasche für die Quest. Dann sind jetzt sicherlich noch hier welche drin. Tot. Und der Rest müsste ganz oben sein. Hier sollte dann noch irgendwo das Hauptloot sein. Hauptloot, hallo. Oh, pst. Oh Gott. So, weg mit dir. Keine Zeit für euch. Ja, ich merke schon, ich muss die Horde wahrscheinlich hier verbringen. Doppeltaschenmods, yes! Bei all den schlechten Nachrichten, das war mal eine gute. Maschinenpistolengeschützturm lerne ich. Technikfreakbuch lerne ich jetzt auch. Und gleich geht die Horde los. Aber ich glaube, die kommen hier nicht hoch. Hier, dieser Dachboden, der ist, glaube ich, relativ safe. Also hier ist auf jeden Fall kein Weg. Und da, wo ich hergekommen bin, wird schwierig. Also ich mach mal dieses Sofa hier weg. Das müsste es schon gewesen sein. Wir dürften hier nicht hochkommen. Dann kann ich hier ganz in Ruhe das Zeug wegschippen. Das ist auch gut. Hier haben wir noch eine Mod. Das kann man alles scrappen. Das kann man trinken, scrappen. So, schauen wir mal. Sind die jetzt hier irgendwo? Ja, guck mal, da unten. Naja, ist doch was. Okay, da haben wir die Horde überstanden, wenn man das so nennen will. Hier oben ist ja sogar noch ein bisschen Stein. Ganz übersehen. War jetzt hier eigentlich noch was? Nee, hier hatte ich alles mitgenommen. Okay, dann war es das. Dann können wir jetzt hier in Ruhe aufräumen. Den Stein hier noch mitnehmen. Und dann zurück zum Händler das ganze Zeug abgeben. Ich bin nur total überladen, leider. Mach mal vielleicht das hier zu Messing. Dann können wir noch das trinken. Das können wir benutzen. Ja. Ach, guck sie dir an. Jetzt sind sie schon hier. Dann können wir auch gleich noch einen Molotow-Cocktail benutzen. Na, das war ja einfach. So, gib mir meine ganzen Pfeile wieder. So ist das doch gut. Hey. Oh. Da ist er voll in den Vorschlaghammer gesprungen. Okay, ich fahre mal zurück zum Händler Quest abgeben und nehme mir unterwegs noch ein bisschen Holz mit, damit ich meinen Nahkampfstand da oben auf dem Dach noch ein Dach verpassen kann. Denn bisher hatten wir immer Glück gehabt, aber früher oder später wären einfach Vögel gekommen. Hugh, natürliche Antibiotika, 4 Stück. Na, ich nehme lieber, was ich verkaufen kann. Den Eisenvorschlaghammer. So, verkauft das, das auch. Die Mods werde ich wahrscheinlich benutzen. Und den Quatsch hier können wir auch verkaufen. So, dann haben wir 2000. Soll ich ein paar Betonmischungen kaufen vielleicht? Boah, die sind aber teuer. Wow. Okay, gib mir mal 100. Das reicht mir erstmal, um unten das ein bisschen zu upgraden. Dann nehme ich Schießpulver für mehr Rohrbomben. Und hat er vielleicht zufällig Molotows? Ja, nehme ich.
Vergrabene Vorräte hier. Beseitige Zombies. Haus Bungalow 6. So, mal schauen, wie viel ich damit jetzt upgraden kann. Wäre auf jeden Fall gut, diese Füße hier unten auf Beton zu haben. So, und dann vielleicht die Teile, wo sie immer gegenschlagen. Das ist auf jeden Fall schon viel besser als vorher. Jetzt brauche ich Frames. Davon hatte ich gar keine mehr. Ja, ist doch gar nicht so übel, wenn man sich hier dieses Schild noch gleich mit zunutze machen kann. Aber ich glaube, wir haben Besuch. Hallo. Aber das ist schon krass. Baust hier ein bisschen was, schon ist der Tag zu Ende. So, jetzt nur noch... Ah, da fängt die Horde schon an. Den Schädelbrecher wollte ich heute mal benutzen, den Waff. So, und ich bin jetzt aber oben. Oh, hier ist ja sogar noch Nahrung. Cool. So, dann gehen wir mal zum Nahkampfstand. Hoffen wir einfach mal, die finden auch heute den Weg wieder hier nach oben. Und dann benutzen wir doch gleich diesen Buff hier, Schädelbrecher. Der müsste ja den ganzen Abend halten. 5 Minuten, ja, dann ist die Horde schon locker zu Ende. So, das ist doch vielversprechend, oder? Oh, ihr seid mir gerade ein bisschen viele hier. Jo. Also es funktioniert schon ein bisschen besser als unten. Weil natürlich hier nicht oben nicht so die riesige Zombie-Dichte hast. Die kommen halt nicht so schnell nach. Das ist schon ganz nice. Und hier mit der Tür die zusätzliche Sicherheit. Das gefällt mir auch ganz gut. Und die scheinen die Säule und die Leiter eigentlich weitestgehend in Ruhe zu lassen. Finde ich gar nicht so übel. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Okay, ich muss dann nur hier wieder was reinlegen. Das kann ich eigentlich auch gleich machen. So wie ich das in der Undead Legacy Base gemacht habe. Und da ist das Problem. Ich habe kein Holz. Okay. Ich schnapp mir schnell von dort drüben Holz. Und dann können wir uns ja mal hier an diesem Junk Inn umsehen. Das ist einfach nur ein Schrottplatz. Vielleicht ein bisschen Eisen. Oder was auch immer es dort gibt. Ah, ich habe ja immer noch den Buff. Also. Wer auch immer hier ist. Oh, die ist Feral. Das ist nicht gut. Ach du Scheiße. Ja, komm, spring hoch, ich brauche ein bisschen Ausdauer. Au. Und runter mit dir. Oh, oh, da ist ja ein Hund. Okay. Was für ein Mist. Und eine Schlange. Der hat aber auch kein Geräusch gemacht, der Hund. Kein Knurren, kein gar nichts. Der war einfach auf einmal da. Habe ich was zum Heilen? Oh ja. Gleich das große Ding. So, das Buch kenne ich schon. Können wir verkaufen. War jetzt hier noch was drin? Bei der Feral Dame, was hat die denn bewacht? Kühlschrank. Das ist jetzt weniger beeindruckend alles. Beziehen. Hier ist irgendwas drin. Pass and Gas Crate. Ich sehe jetzt hier keinen anderen Weg rein. Okay, das ist auch nutzlos. Bisschen Munition, okay, nicht übel.
Tja, hier gibt's halt einen Haufen Müll. Wer hätte es gedacht auf dem Schrottplatz, oder? Damit hätte ja keiner rechnen können. Hä? Haben die hier was rausgeboxt? Oh, und hier liegt noch ein Lootbag. Nett. Ist hier auch. Oh, ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ja, gib mal die Steroide, die brauche ich jetzt, um den ganzen Quatsch hier zu tragen. Das ist doch genau das Richtige. Brauche ich nur, um reinzugehen und das ganze Zeug hier abzulegen. Okay, wenn wir schon mal am Looten waren, dann lass uns doch direkt damit weitermachen. Wir können anfangen, hier diesen Baumarkt noch zu klären. Oder zu looten, besser gesagt. Da gehe ich aber jetzt nicht komplett durch, sondern baue mich hier einmal rein und gehe direkt übers Dach. So, hallo. Ich weiß, dass ihr hier seid. So, hier kommen noch mehr. Aber die haben alle keine Chance. Weil ich so langsam so einen hohen Skill auf Stärke und auf dem Vorschlaghammer habe, dass die hier überhaupt keine Sonne mehr sehen. Wo ist denn dieser Eingang? Hier gibt es doch irgendwo. Ah, hier. Genau. Oh mein Gott. Jetzt bin ich ein bisschen weit runtergefallen. Wow, Glück gehabt, dass ich mir nichts gebrochen habe. Das ist der Raum ohne Zombies, aber dafür mit der Hauptkiste. Und den wollte ich looten. Hier gibt es 10% mehr Schaden an Wölfen. Das nehme ich mal mit. 19 Uhr müsste noch passen, das zu looten und zurückzufahren auf jeden Fall. Die Zombies kommen hier in der Zeit nicht rein. Die Garagentore sind relativ stark. 4er Schraubenschlüssel. Das ist ein Upgrade. Sehr schön. Okay, das können wir alles verkaufen. Außer das Eisen. Das brauche ich. Dann haben wir jetzt hier noch eine einzige Kiste und dann geht's zurück. Und hier ist Pflastersteine und Motorwerkzeugteile. Na, kommt rein. Kommt rein, dann kann ich rausgehen. So, einmal über den Hof laufen. Hier oben hoch und dann direkt wieder runter. Denn hier war mein Bike. Na, oh mein Gott. Na, die kommen ja gerade richtig. Ihr kommt gleich mal mit zu meiner Hordenbase. Da gibt's was zu sehen. Da werdet ihr euch ja wundern. Haha. So, schnell die Klappen hoch hier rein. Ich will nur mal meine Waffen haben. Habe ich Munition? Ich hoffe, ich habe Munition. Oder gibt es hier irgendwas? Hier gibt es noch Munition. Und das ist leer. Okay, dann hoch. Denn die sind jetzt an der falschen Klappe. Gehen wir mal hier hin. Und dann müssten sie eigentlich direkt den Weg ändern. Ich habe hier sogar noch einmal Spikes. So. Das hier wollte ich ja upgraden. Sehr schön. Wie sie alle runterfallen. Sehr gut. Boah, ich mache da nächstes Mal wieder Spikes hin. Das ist ja hervorragend. Boah, das wären mir jetzt ganz schön viele. Aber ihr könnt ja mal brennen zum Beispiel. Oh, das war komplett daneben. Hier, das wollte ich. Und das. Oh, was für ein Ofen hier. Schon wieder. Sehr gut. So macht das doch Spaß hier. Hm, kann es sein, dass es weniger geworden sind? Ist wahrscheinlich jetzt der Rest. Da spawnt niemand mehr nach. Wenn ich raten müsste. Haben die jetzt eine Klappe kaputt gemacht? Ne, immer noch nicht. Können die äußere mal reparieren, aber das macht ja keinen Sinn, wenn die auf diese Klappe schlagen. Wir müssen ja erstmal noch diese Steinplatte hier kaputt machen. So, da haben wir es auch wieder 4 Uhr. So, und den Rest können wir hier auch. Ist er jetzt noch runtergefallen? Den Rest können wir auch hier noch machen. Hey, komm doch mal runter. Hallo. Oh Gott.
Hier ist ja noch einer. Dachte er, da oben wäre der Letzte. Was macht er? Was soll denn das? So. Ein paar Lootbags haben wir hier. Oh, Rezept für die Erste-Hilfe-Verbände endlich. Kann ich mir die auch mal selber bauen? Um was zu essen. Ja, nett. Also funktioniert sehr gut. Alles vielleicht noch ein bisschen verstärken und dann sollte das wieder für ein paar Game Stages oder wie man sagt, halten. Wir können ja mal einen Blick werfen. Ich habe das gar nicht gemacht, so die letzte Zeit. Bin jetzt Level 21. Spielstadium genau 50. 657 Zombies gekillt. Okay, ich habe hier eine ganze Kiste voller unsortiertem Loot. Das werde ich jetzt sortieren und dann mal die Kisten hier wieder auffüllen. Ich habe jetzt hier alles durcheinander geworfen in dieser hektischen Session. Ja, und dann werden wir hier weitermachen mit Tag 30 und den nächsten 5 Tagen in dieser Serie. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Interesse. Lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und damit bin ich mal raus für die Folge. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder.